gucken, ob wir jetzt alles richtig machen. So, einmal an der Grenze. Jetzt müssen wir beim Zoll. Müssen wir jetzt hier rein? Wow. Okay, das war ja irgendwie ein Witz. Ja, ich schreibe gleich. Jetzt schauen wir erstmal, wie es dem kleinen Kerl geht. Oh Gott, wenn ich jetzt hier rankomme. Das wird ein bisschen schwierig, weil wir hier unsere Koffer und so haben. Ah, guck mal, hier haben sogar Äpfelchen dabei. Na, jedenfalls sind wir jetzt schon mal aus der Schweiz raus. Schon mal einmal durch den Zoll. Jetzt fahren wir einmal über die Brücke, über den Fluss, über die Grenze. Nächsten Zoll. Biegen Sie im Kreisverkehr rechts ab. Erste Ausfahrt. Genau. Ah, hier kann sich jetzt einfädeln wahrscheinlich, ja? Na, vielleicht sollte ich mich mal anschauen. So. Das war ja so easy. Irgendwie hätte ich gedacht, das wird halt auch irgendwas kontrolliert. Und nicht einfach nur gezeichnet. Naja. Man muss ja quasi aus der Schweiz jetzt ausführen und jetzt wieder in Österreich in die EU einführen. Innerhalb der EU ist das ja alles gar kein Thema. Aber jetzt fahren wir quasi über die Grenze und haben jetzt hier nochmal kurz anzuhalten. Genau. Um dann wieder ein Papier gegenzuzeichnen. Wie wenig Parkplätze hier einfach sind für LKW, für einen Zoll. Naja, Alex muss das jetzt nur einmal gegenzeichnen lassen und dann sind wir fertig. So, ich habe einmal Wasser geholt. Ich hoffe, das war jetzt nicht umsonst. Den Apfel wollte er nämlich vorhin auch nicht haben. Aber ich hoffe, er trinkt jetzt was. Angekommen. Oh, kriege ich jetzt mal eine Hand auf. Stralli. Man sieht dich nicht. Man hört dich aber. Hi. Bibi. Ich mache jetzt noch Training. Aber jetzt holen wir erstmal das arme Bibi hier runter. Oh, der Schweifschoner hat schon mal nicht gehalten. Hi. Das sind Ponys. Klein und dunkel. Nicht so viel kleiner als du. Ich glaube, ich möchte oben bleiben. Also? Achte mich, dass er spricht. Langsam, langsam, langsam. Das ist super. Das sind Ponys. Na, schau mal! Nori! Ah, der weiß schon, wer ist, weil sonst hat er gequetscht. Ja, die Mädels sind manchmal ein bisschen anstrengend. Du, Alter. Gleich am Heu. Ja, ist das gut hier? Ich würde mal was trinken. Nee, das andere Fenster ist offen.
Ja. Schön? Ja, genau das. Nein. Was ist da was drin? Oh, guck mal, da ist ja sogar Butter drin. Super. Da stehen die Ponys draußen. Findest du das spannend? Hallo, Bibi. Bist du ganz fasziniert von den Ponys? Gehen wir jetzt mal in die Halle? Ich verspreche dir, du kommst gleich wieder rein. Aber du musst dir mal ein bisschen die Beine vertreten. Ich bin jetzt einmal kurz angekommen hier. Und ich habe schnell noch Training gemacht mit dem Rittpferd. Und jetzt erkunden wir mal noch ein bisschen alles hier. Ein bisschen Halle, ein bisschen an die Longe. Das ist aufregend. Also dafür, dass du so klein bist, hast du einen ganz schönen Schritt drauf, Kollege. So was Braves. So was Braves. Klasse. Ganz toll. Ja. Ich weiß, du hast Bewegungsdrang. Den darfst du jetzt gerne ein bisschen ausleben. Ja, die Kavallerie machen wir jetzt aber nicht, Kollege. Nee, nee, nee. Nein. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall das Späteste, was ich geritten bin die letzte Zeit. Da steht auch schon wieder ein Bagger, denn sieht man nicht. Hinten am Reitplatz wurde jetzt weitergemacht. Ja, sieht man noch ein bisschen was. Da muss ja noch für die Solaranlage fertig gemacht werden, das Trafohäuschen und so. Das hat aber jetzt lange Lieferzeit und das wird jetzt weitergemacht. Da ging es heute schon los. In der Halle brennt noch Licht. Hier mache ich mir jetzt Licht. Gott, die werden mich jetzt auch gleich angucken, dass ich jetzt noch reite. Ich dachte eigentlich auch, ich bin früher zu Hause. Aber so ist das Leben eben. Wir müssen jetzt noch fleißig sein. Also da ist man wirklich einmal mehr froh und dankbar, dass man so eine Halle hat. Und auch vor allem, dass wir das Licht hier vor 2 Jahren neu gemacht haben hier, relativ zügig. Also mit dem neuen Boden haben wir das ja relativ zeitgleich gemacht, weil das war so ein richtiges Kopfschmerzlicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, das war so ein richtiger Grünstich, aber halt so richtig grünes Licht. Das war ganz, ganz furchtbar. Und so lässt sich das echt richtig toll reiten, auch im Winter, abends oder wie jetzt, halb in der Nacht. Guten Morgen! Die Hunde sind ein bisschen wacher als ich. Oh, die Ponys auch. Habt ihr Hunger? Ich bin gleich da. Oh Gott, ich sehe richtig müde aus. Bin ich auch. Aber dafür sieht mein Outfit gut aus. Das ist von Silver Circle, ganz neu. Wenn ihr den Vlog seht, ist der Rabattcode leider nicht mehr gültig. Müsst ihr immer mal bei Instagram schauen. Vielleicht passt es das nächste Mal zeitlich aber auch, dass ich euch einen bei YouTube mit reinstellen kann. Ich lieb's. Es ist so ein schickes Outfit. Ey, der Hoodie ist der Wahnsinn. Der ist so krass kuschelig weich. So ein genialer Stoff. Sieht super schick und edel aus. Richtig geil.
Und schaut mal, okay, von hier sieht es gerade ein bisschen wirr aus. Aber ich glaube, man sieht, dass es neu gemacht ist, anders gemacht ist. Von den Paddocks her, von den Aufteilungen her, auch schon für den Winter ein bisschen anders vorbereitet für die Einstellertruppen, die wir jetzt haben. Aber das zeige ich euch in Ruhe. Und erstmal versorge ich die Pferde. Fangen jetzt einmal hier im Stall an. Hier haben wir ja noch 1, 2, 3, 4, 5 Boxen belegt. Und da einmal Luna. Einstellerstute. So, ich schnappe mir jetzt kurz erstmal die Gabel, dann gibt's Heu. Das ist das Wichtigste am Morgen. Hi, sie will schlafen. So ein kleiner Kuschelbär. Ja? Warte, ich muss die Gabel wegstellen. Hey, so niedlich, so freundlich. So ein kleiner Kastor. Mit der Schnippe und so, das ist so süß. So, jetzt machen wir hier erstmal alle Heu. Jetzt gibt's Kraftfutter. Heu ist draußen, da wird's einfach mal ganz schön warm. Und jetzt kommen die Pferde raus. Und ich habe Hilfe von Alex. Es ist immer so, oh, Alex hat ja mit den Pferden direkt, also gerade mit den ganzen Abläufen, so nichts zu tun, welches Pferd wohin kommt, auf welches Paddock und blablabla. Ah, alle 2 Minuten den Anruf. Ja, und jetzt? Und wo kommt der hin? Und was jetzt? Und wie hier? Aber ich bin froh, dass ich da jetzt die Hilfe habe, ganz alleine dauert es ewig. Nori, benimm dich. Ihr kennt euch, ihr seid Freunde. Mach jetzt hier keinen auf Macke. Alter, was der für ein Pferd geworden ist, im Gegensatz zu dem. Ja? Erkennst du? Ja? Ist alles gut? Ist der in Ordnung? So zart am Anfang. Ui. Nur auf jeden Fall weniger. Also als jetzt. Bist du glücklich, Lecker? Das ist schön. Leute, es staubt ganz schön. Wenn wir jetzt so langsam auf vernünftige Tuchfühlung gehen, ja. Möchte ich aufregen. Was ist denn jetzt los? Auf einmal wird es hier richtig stürmisch, eklig. Ah, was soll das? Hier im alten Stall bin ich jetzt schon durch mit Misten. Alex hat Brötchen geholt. Und drüben machen wir dann ein Frühstück gemeinsam. Ja, der Mist wird auch jetzt am Freitag die Woche abgeholt. Und hier, auch wenn ich jetzt hier rausgehe, wird es wieder windig. Aber da geht es jetzt mit den Bauarbeiten weiter. Was ich gesagt habe, sieht man jetzt mit hier natürlich jetzt wenig. Aber da kommt halt dieses Trafohäuschen. Also es ist dann ebenerdig. Es ist nicht so, dass da ein Häuschen steht. Aber das wird halt eingebuddelt und da haben sie jetzt weitergemacht.
Das hier muss auch noch alles einmal neu gemacht werden. Keine Ahnung, ob das gemacht wird. Das nervt mich ein bisschen sehr, weil es sieht halt auch einfach scheiße aus. Hier wurde halt so aufgeschnitten für die Stromkabel und so weiter. Und das ist halt nicht wieder ordentlich zugemacht worden. Also hier muss es halt noch ordentlich gemacht werden. Wir haben halt jetzt nur Mist reingeschoben, weil das so ein tiefes Loch wurde, jetzt hier so eine Kante, dass wir da gar nicht mehr durchfahren konnten. Naja. Alex schreibt gerade, Frühstück ist fertig. Das heißt, ich muss mich mal nach vorne begeben. Genau so habe ich mir den Nachmittag vorgestellt. Einmal komplett durch. Wir haben gerade... Oh. Naja, man sieht es nicht. Aber man hört es. Schnell die Pferde reingeholt. Eigentlich wollte ich erst reiten und dann reinholen. Aber dann habe ich die schwarze Wand gesehen und auf dem Ringradar sah das alles andere als freundlich aus. Es geht richtig los. Also trotz, dass wir komplett durch sind, haben wir es noch halbwegs gut reingeschafft. Und eigentlich wollte ich jetzt noch ein schönes Bild mit den schönen Sachen machen. Weiß nicht, ob es so durchnässt, so fotogen ist. Ich glaube, ich ziehe mich erstmal um. Hier stehen auch alle da, wie gegossene Pudel. Ist ja nicht so, dass ihr reingehen könntet, ne? Nee, da steht man lieber im Regen. Jetzt denken alle, es gibt hier Futter. Aber so weit ist es noch nicht. Und abgesehen davon muss ich es ja erst machen. Oh Gott, wieso ist es da so dunkel? Ich habe mich einmal umgezogen. Es ist auch gerade kurz aufgehört zu regnen. Ich mache jetzt das Futter einmal fertig für heute Abend und morgen früh. Wir werden jetzt zwischendurch einmal vorbereiten. Jetzt gibt es gleich noch Training für ein Brettpferd. Ganz normaler Feiertag. Und danach muss ich auch noch reiten. In unserem Futterlager sieht es sehr, sehr leer aus. Also es ist viel Leichtfuß da. Das ist von Nori und jetzt auch von Armani noch mit. Und der wird jetzt auch langsam darauf umgestellt. Aber ansonsten ist hier, na, ein bisschen Kräuter ist noch da. Also Kisten sind voll, aber Nachschub muss dringend kommen. Das ist schon bestellt. Ich hoffe, das kommt morgen, übermorgen. Ich muss nochmal nachfragen, wann die Spedition das liefert. Aber ich muss sagen, mehr und mehr bin ich von diesem Futter begeistert und überzeugt. Also einige Pferde bekommen das ja von uns. Einfach ist es halt wirklich hochenergetisch. Man kann weniger füttern, hat super viel Energie drin. Das ist ja auch das Futter, was Castor bekommt, der ja jetzt ein bisschen moppelig geworden ist, weil er einfach viel Energie zugeführt bekommen hat, die nicht ins Training umsetzen konnte wegen meiner Verletzung und das eben dann einfach in Fett angesetzt hat. Ganz logisch, habe ich zu spät realisiert reagieren können, aber da ist einfach so viel Power drin und auch Nori hat das ja umgestellt bekommen, kurz nachdem er bei uns war. Deswegen ist hier auch einiges da, davon. Da gab es tatsächlich eine falsche Lieferung, beziehungsweise ja, eine doppelte Lieferung auf einmal über einen Händler. Naja, aber jetzt haben wir genug Vorrat da und wie gesagt, der ist so gut im Energielevel. Also dem tut das Futter wirklich sehr, sehr gut. Er hat echt viel Power, ist trotzdem so vom Kopf her super klar, dass es ihm halt nicht zu Kopf steigt im wahrsten Sinne. Und das ist einfach, da ist halt auch so viel Gutes, also für den Muskelaufbau drin. Unterstützend haben wir da ja auch oft so für den Muskelaufbau direkt den Muscle Boost. Aber dann auch, wenn man komplett auf das Futter umgestiegen ist, dann ist da schon so viel auch an Proteinen drin für die Muskulatur, dass wir das dann zusätzlich nicht mehr benötigen. Das ist einfach, kann ich euch sehr empfehlen. Sieht nicht so schön aus, ist aber ein super, super, super gutes Futter. Ja, Kleine, sind wir jetzt noch fleißig? So. Na, Kloni kurz reiten. Dann Abendessen. Vielleicht reite ich noch Castor. Mal gucken. Es ist so schön hier am Abend so komplett in Ruhe zu reiten. Jetzt ein bisschen reingeregnet, aber nicht schlimm.
Wir machen jetzt aber gleich noch ein bisschen weiter. Wir machen gerade nur einmal kurze Schrittpause. Können, naja, vielleicht auch das Cavaletti gleich noch mal ein bisschen mitnehmen. Aber das ist gerade von Sunny einmal vom Training da gestanden. Das muss ich gleich noch wegräumen, dass Alex morgen früh die Halle schleppen kann. Aber Cloni macht echt Spaß zurzeit. Der ist ja echt riesig, ne? Also gut, das sieht jetzt auf dem Video natürlich, sieht man jetzt nicht. Aber wenn ihr die Turnier-Vlogs von letztens gesehen habt oder ihn generell auch so in Videos unter mir schon gesehen habt, sieht man ja, wie groß der ist. Aber der ist inzwischen, nicht fallen bitte, so schön fein zu reiten. Und ich hoffe auch, dass das Probereiten morgen dann nochmal gut wird. Ich war letzte Woche schon da. Und auch da ist er so fein gewesen. Oh, der war so aufmerksam und rücksichtsvoll auf das Mädchen. Und das ist wirklich schön. Ich glaube, das wäre so eine richtig tolle Aufgabe für den. Irgendwie fühlt er das, wenn er so jemanden hat, wo er so auch so ein bisschen drauf Acht geben kann oder so muss und so das Gefühl hat, ah, ich passe auf dich auf. Also, der hat sich in der letzten Zeit echt so toll entwickelt. Macht echt Spaß. Fertig mit Reiten. Hab ich erstmal schnell gefüttert. Guckt euch mal den Prachtkerl an. Ha, die Lava, du bist schon mehr Pferd als der Mani. Hat auch einfach ganz andere Typen Pferd, ne? Das hat gar nichts zu sagen. Aber ich wollte euch eigentlich zeigen, wir haben jetzt einen Lichtschalter. Geil, oder? So Kleinigkeiten machen mich echt glücklich, weil es immer fertiger wird. So, es regnet wieder. Ein Traum. Jetzt fütter ich hier noch schnell durch. Und dann, oh, du siehst ja auch toll aus, so kleine Ratte. Muss ich einmal Stiefel mit vornehmen, weil die mitgenommen werden. Oder Rest, was kaputt ist. Du kleiner Mann. Es ist schon einiges geschafft heute. Conny und ich haben Pferde versorgt, Stall gemistet und dann hatten wir nach dem Frühstück direkt einmal Training mit Sunny, also mit Britt Stute. Die waren jetzt 3 Tage da, haben Training gemacht. Dann habe ich 3 Pferde geritten noch vormittag. Conny hat 3 longiert. 3 longiert und jetzt habe ich einmal noch schnell hier abgeäppelt, schleppt Alex die Halle, jetzt ist gleich noch mal ein zweites Probereiten für die Woche und die waren letzte Woche schon, ach, habe ich schon erzählt, ne, für Cloni, genau, und dann geht es danach weiter. Conny longiert jetzt parallel schon mal weiter und ich reite weiter, wenn wir mit Cloni fertig sind. Aber deswegen ist es gerade einfach ein bisschen stressig, weil es einfach zack, zack, alles hintereinander weggeht. Pferde waren sehr, sehr, sehr gut heute alle bisher. Richtig Spaß gemacht. Und Chrissy und Camillo waren auch richtig klasse heute Morgen. Ich hoffe, so geht's weiter. Probereiten ist durch und für mich geht's mit Daiko weiter. Ich weiß, die sehen halt alle braun aus. Es ist, wenn ich nicht immer sagen würde, wer es ist, sehr undurchsichtig. Aber da kann ich ja auch nichts dafür, dass wir so viele Brownies bei uns haben. Ich werde dann nach ihm, denke ich, mit Kado noch weitermachen und will heute Abend mir auf jeden Fall noch ein paar Sprünge noch mal reinstellen mit Castro und noch ein paar Gymnastik-Sachen machen. Oh nein, jetzt nicht hier auf dem Hufschlag äppeln. Na gut, das ist ein bisschen neben dem Hufschlag. Es geht noch. Vielleicht macht aber auch gleich einer weg, dann muss ich dann nämlich nicht durchreiten. Ah, es ist schon sehr nah am Hufschlag. Ja, Katrin ist Daiko ja auch viel geritten die letzte Zeit und hat den echt lieb gewonnen. Das ist auch so ein richtiger Teddybär. Oh Gott, der ist so ein Kuschler und so eine zarte Seele, obwohl er ja auch echt groß ist. Aber das ist so ein zartes Mäuschen irgendwie. Oh, so ein ganz braver, entspannter, ruhiger Typ. Oh, der ist echt sehr cool. Macht sehr viel Spaß.
Ja, jetzt sind wir aber erstmal ein bisschen fleißig mit Filmen. Beim Reiten ist es gerade ein bisschen schwierig, weil keiner da ist. Beziehungsweise Conny eben jetzt gerade beschäftigt ist. Katrin ist gerade ein paar Tage im Urlaub die Woche. Und Paula ist auch nicht da. Das heißt? Bin gerade auf mich allein gestellt. Euch, komm her. I like a fine. Conny hat schon Heu gefüttert. Hat die Kraftfutter auch schon gefüttert? Ja. Aber hier fehlt noch einmal Heukops. Die kann ich gleich noch füttern. Na, mal sehen. Nee, die sind nicht fertig. Dann können wir Heu rausbringen. Und die Pferdchen. Ihr seid hier immer fix mit Fressen, ne? Ihr Süßen. Jetzt haben wir Heu auf die Förderin gebracht. Conny fährt mit dem Schäfer hinten drauf und es ist soweit. Der erste Tag mit Stirnband. Es ist noch gar nicht so kalt, aber es ist so ein kalter, frischer Wind und es zieht sehr an den Ohren. Hier bin ich erstmal durch. Conny hatte von hinten angefangen, ich von vorne und habe den Rest jetzt erstmal fertig gemacht. Und hole mir jetzt direkt Nori vom Paddock und fange mit dem an mit Reiten. Einstreuen machen wir dann nachher, wenn Schmied durch ist. Ich muss erstmal ein bisschen Pferde bewegen. Einmal zwischengeparkt. Dann noch meine Schubkarre weg. Das ist eigentlich so das Zeitraubendste, wenn man drüben in Stall mistet, dass man einfach einen ziemlich weiten Weg zum Misthaufen hat. Der wird morgen auch abgeholt. Vielleicht sollten wir die mal wieder sauber machen. Mädels verewigen sich hier drauf immer. Wir gehen jetzt ein bisschen Schritt. Ich habe die Reihe einmal kleiner gebaut und auch so ein bisschen enger hier im Abstand, weil das ja auf Höhe abgemessen war. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß, doch, Gymnastikreihe haben wir schon mal gemacht. Da ist Katrin gesprungen, als ich verletzt war, glaube ich. Also Gymnastikreihen finde ich einfach immer super, um den ganzen Sprungablauf zu verbessern und um den Pferden da auch so ein eigenes Körpergefühl zu vermitteln, dass sie geht, sich selber auch sortieren lernen, wenn eben mehrere Stangen so auf sie zukommen quasi. Und so können wir heute so ein bisschen schön arbeiten, ne? Bitte, jawohl. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ja, super. Ja, super. Gott ist so toll. Und so niedlich. Und so brav. Am Anfang hat er sich erstmal ein bisschen aufgeregt, aber einfach nur laut geschrien und gewirrt. Aber sobald ich jetzt angefangen habe zu arbeiten, die Ruhe selbst, Wahnsinn. Da fehlt noch ganz viel Balance im Galopp. Aber der hat so tolle Gänge. Oh.
Das wird ein guter, sage ich euch. Wir werden euch den auch noch in Ruhe ausführlich auch beim Reiten und so vorstellen. Der wird uns jetzt auch langfristig begleiten. Und ich wollte ihn jetzt erstmal so in Ruhe kennenlernen. Oh ja. Die ist wackel. Oh, das ist gut. Warte mal, das sieht so aus, als ob du dir die Hüfte gebrochen hast, Alter. Hier ist ja auch nicht mehr. Nice, locker. Ja, warte, sie muss kurz wieder zurückschwanken. Und weiter geht's. Oh. Ich kann mich daran erinnern, dass ihr überhaupt ein Kleinkopf in der Fährung ist. Oh ja, oh. Du bist eine Maus. Toll. Also, ihr werdet mich, glaube ich, jetzt wieder mehr auch abends hier in der Halle sehen. Es ist einfach schon wieder so schnell dunkel. Es ist echt deprimierend. Naja, aber Chrissy und ich, das sieht ja komisch aus der Perspektive, sind jetzt noch fleißig, wollen jetzt auch noch mal Gymnastikreihe springen. Conny hatte jetzt nachmittag einmal Ponystunde, deswegen haben wir uns jetzt hier in den Abend reingeschoben. Und Anik kommt jetzt auch gleich noch vorbei, vielleicht kann der noch mal kurz mit filmen, dass ich euch davon noch was zeigen kann. Aber ansonsten würde ich schon mal den Vlog hier beenden. Ich glaube, mit der ganzen Schweizreise ist es jetzt schon wieder mit den Tagen, es ist ja schon wieder Donnerstag, ganz schön viel gewesen, so aus dem ganzen Stallalltag, was ich euch mitnehmen konnte. Und wir sind ja jetzt so ein bisschen mit den Vlogs hinterher. Also es ist gerade eine Woche zeitversetzt quasi, aber es ist einfach nicht anders schaffbar gewesen jetzt alles mit den Videos, deswegen musste ich da mal eine kleine Mini-Pause einlegen mit den Uploads. Auch wenn ich teilweise sogar alles schon fertig gedreht habe, bin ich einfach nicht zum Schnitt und allem blablablub außenrum gekommen. Da ist jetzt einfach mit den Pferden viel im Fokus gewesen, dass ich das alles schön schaffe. Und jetzt geht's da auch regelmäßig normal für euch weiter. Ich plane am Mittwoch die Vorstellung von Armani, vom Neuzugang, dass ihr ihn da auch mal beim Reiten seht und so. Bis ihr dann das Video seht, haben wir uns auch ein bisschen mehr kennengelernt. Ich bin ihn ja heute jetzt erst schon mal geritten und es war total toll. Und da fehlt noch ganz viel Kraft und so, der muss noch viel mehr Pferd werden. Aber ist schon unglaublich toll zu reiten. Es macht jetzt schon riesig viel Spaß und bin sehr gespannt. Naja, aber falls wir uns jetzt beim Training nicht nochmal sehen, verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Kann auch sein, ihr seht jetzt gleich noch ein paar Trainingssequenzen mit Chrissy. Ich freue mich drauf und jetzt machen wir uns warm. Wir sehen uns am Mittwoch zu einem neuen Video wieder und wir sind jetzt fleißig. Macht's gut!